So Leute, da sind wir beim nächsten Video an diesem Strixhaven Pre-Release Wochenende. Und mich hat die Nachricht erreicht, dass in Strixhaven wieder Game Modes drin sind. Dann ist mir eingefallen so, shit, in Kaltheim waren die auch drin. Ich rede von diesen Game Modes hier, die halt in Zendikar in den Z-Boostern eingeführt wurden, die dann in Kaltheim weitergeführt wurden. Und ja, ich habe ein Video dazu gemacht, das habt ihr auch da oben nochmal drin. Das ist, glaube ich, eins meiner schlechtest gesehenen Videos, aber ich mag die Game Modes und ich würde sie gerne weitermachen. Und ich werde die auch irgendwann mal als Game-Videos machen. Vielleicht kommt das besser an. Ich habe von dem lieben Jan von German Magic Stories, ein richtig, richtig cooler Kanal, wo es um German Magic Stories geht. Superior. Habe ich einmal die kompletten Magic-Minigames von Kaltheim in Deutsch bekommen. Hierbei ganz cool. Und dabei ist mir dann was aufgefallen. Wir haben ein paar doch, ja, sehr ähnliche, sag ich mal. Und zwar haben wir zum Beispiel Objektiv besser. Das ist jetzt hier in Blau eingefärbt. Und ist einfach nur Strictly Better. Strictly Better, Objektiv besser. Ich habe auch hinten drauf tatsächlich einfach keine Änderungen gesehen. Dementsprechend, ja, können wir uns das hier sparen. Das habt ihr in einem anderen Video schon gesehen. Das ist aber nicht das Einzige. Wir haben Booster Blitz, die 2 von 5. Ja, Booster Blitz Partie, Booster Blitz, genau das Gleiche. Dann haben wir die 3 von 5. Booster Detektiv, Booster Sloth. Auch hier genau das Gleiche. Wie gesagt, wenn ihr die wirklich euch mal anschauen wollt, was die anderen Wehrsachen können, ist da tatsächlich einfach das andere Video gut. Ich wiederhole halt ungern Sachen und deswegen würde ich das hier ungern wiederholen. Ich finde es ein bisschen schade, dass so viele doppelt sind und es wird ja noch schlimmer. Denn wir haben die Nummer 1, Base Race oder auch Wettlauf zur Basis. Genau das Gleiche. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt daran liegt, dass einfach die Dinger jetzt erstmal jetzt auf Deutsch rausgekommen sind, also die Set-Booster, und die dachten, unsere deutschen Fans können alle kein Englisch, deshalb machen wir dieselben Spiele nochmal da rein. Finde ich schade, Wizards. Die könnte man cooler machen. Und wenn ich es jetzt richtig mitgekriegt habe, sind in Strixhaven auch schon wieder ein paar Dinger von denen doppelt. Was wir jetzt anders haben, ist, wir haben die 4 von 5, die in Zendikar Royal Royale war. Das wurde jetzt durch sorgfältiges Studium. Ich glaube, es heißt in Deutsch Rhystic, in Englisch Rhystic Study. Wir haben einen eigenen Modus, den es halt erstmal jetzt nur in Kaltheim gegeben hat. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der auch in Strixhaven drin ist. Das werden wir sehen. Ich bin noch auf der Suche nach den Strixhaven-Dingern. Also wenn ihr da irgendwie im Komplettset irgendwo rumliegen habt, meldet euch bitte bei mir. Irgendwie Facebook, Instagram oder Twitter oder sonst wo. Meldet euch bei mir, wenn ihr so ein Komplettset mal habt. Das wäre ganz cool. Deutsch oder Englisch. Einheitlich wäre cool. So, wir haben das sorgfältige Studium. Wir brauchen ein Booster, 2 bis 6 Spieler und 5 Minuten Zeit. Hier haben wir ein Ziel. Das Ziel ist, merkt euch abwechselnd Magic-Karten und versucht eure Gegner mit euren Fragen aus dem Konzept zu bringen. Wunderschönes Ziel. Die Vorbereitung. Ihr teilt euch in 2 Teams auf. Also ihr könnt 1 gegen 1 spielen, 3 gegen 3 oder wie auch immer ihr es machen wollt. Und es sollten gleich viele Spieler sein, sagt das Ding hier. Also 2, 4, 6 Spieler sind tatsächlich nur möglich. 3 und 5 anscheinend nicht. Durch Zufall wird ermittelt, wer anfängt. Und dann wird ein Booster geöffnet. Diese Booster beziehen sich immer auf Set-Booster. Es werden alle Länder- und Nicht-Magic-Kartenrücken-Karten rausgenommen. Lustigerweise bedeutet das, dass in diesem Fall einfach die Checkkarte mit drin bleibt, wenn eine drin ist. Und auch tatsächlich eine Karte von der Liste. Jedes Team zieht eine zufällige Karte und legt sie verdeckt auf den Tisch, ohne sie anzuschauen. In eurem Zug hat das Team, beziehungsweise das eigene Team, 30 Sekunden Zeit, sich eure Karte anzuschauen, die eine, die ihr genommen habt, bevor ihr sie dem gegnerischen Team gebt. Diese stellt dann dem Team 5 Fragen zu eurer Karte. Nachdem ihr alle beantwortet habt, notiert ihr euch den Punktestand. Wie auch immer wir einen Punktestand haben. Jetzt ist dein Team an der Reihe, die Fragen zu stellen. Die Fragen können sie sich auf alles beziehen, was auf der Karte gedruckt ist. Zum Beispiel, wie hoch ist die Stärke der Kreatur? Wie hoch ist die Mana-Kosten? Wer ist im Anekdotentext zitiert? Ist der Mund der Figur offen? Wer ist der Künstler? Wie lautet die Sammlernummer? Welche Mechaniken werden im Kartentext erwähnt? Welche Seltenheit hat sie? Illustration? Stellt keine Fragen, die nicht genau beantworten können. Wie zum Beispiel, wie viele Grashalme sind auf der Illustration zu sehen? Das Team, das die meisten Fragen richtig beantwortet, gewinnt. Das bei Unentschieden spielt man noch
noch eine Runde mit einer neuen Karte. Man kriegt eine Karte. Diese Karte schaut man sich an. Zum Beispiel diesen Subrolling. Warum auch immer man dem kommen sollte. 30 Sekunden lang. Schaut das Team das sich alles an und merkt sich Dinge. Dann gibt man dem den Gegner, und also dem gegnerischen Team. Und das gegnerische Team fragt zum Beispiel, wer ist der Künstler? Wie ist die Sammlernummer? Und man mal 5 Fragen stellen zu dieser Karte. Zum Beispiel auch, welche Farbe hat der Token ursprünglich? Und diese 5 Fragen müssen dann beantwortet werden von dem Team, das sich 30 Sekunden lang die Karte anguckt hat. Das bedeutet aber auch, wenn man einen Booster hat, das geschaffelt wird und random gemacht wird, kann man dieses Spiel eine verdammte Menge spielen tatsächlich. Ich weiß aber auch nicht, wie geil ich das gerade finde. Also da gibt es geilere Sachen. Und das Royal Royale war tatsächlich eine Art Memory, was sie hiermit auch aufgegriffen haben. Und ich muss sagen, mir gefällt das Royal Royale einfach besser wie das hier. Ja, ihr könnt mir ja die Kommentare mal zu schreiben, wie ihr zum Beispiel diese Minigames generell findet. Ich weiß, das Video werden nicht so viele Leute gucken, das ist mir aber egal. Ihr könnt mir mal sagen, was ihr von dem Sword Studium als Spiel haltet und ob ihr es cool findet, dass viermal dasselbe drin ist, weil die alle so super sind, dass die alle drin bleiben müssen. Oder findet ihr, ähnlich wie ich auch, da hätte man einfach 5 neue Game Modes reinknallen sollen. Ich weiß, man ist schnell erschöpft an Game Mode. Man hat nicht Infinite Game Modes. Man könnte auch die Community fragen. Da gibt es bestimmt noch einige Leute, die irgendwelche Game Modes daheim im Casual, im Kitchen Table spielen. Und ja, das könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.